wir brauchen diesen didaktischen Wechsel, also diesen Methodenwechsel. Und ich glaube, das ist was, was wir im Metaverse noch viel besser zelebrieren können. Wir langweilen die Leute nicht, wir halten keine Vorträge mehr. Wir müssen auf das Wesentliche kommen. Und was auch spannend ist aus didaktischer Sicht, ist das Andocken. Also bei der Lehre dockt man ja an das, was die Menschen schon kennen. Bei Kindern und bei Erwachsenen ebenso, was sie kennen und können. Und man versucht daraus, was Neues zu spinnen. Und das ist natürlich großartig im Metaverse, weil du siehst ja auch, was sie können. Also gerade du kannst physische Übungen machen. Man weiß zum Beispiel, während du dich bewegst, lernst du besser. Ja. Also eigentlich gehend, Podcast hören, nimmst du mehr mit, als wenn du einfach ruhig da sitzt. Und das sind ja alles Dinge, die wir jetzt tun können. Wir können mit den Händen Dinge nachzeichnen. Wir können einfach physisch, also auch mit dem ganzen Körper lernen. Drum, ich bin gar nicht so ganz, ich bin da immer so hin und her gerissen, nennen wir es mal so, zwischen, sind wir wirklich nur mit dem Geist da drin oder ist ein Stück vom Körper ja schon dabei? Jetzt haben wir ja in Spatial auch schon Füße seit zwei, drei Tagen. Plötzlich. Haben wir auf einmal Beine und beobachten, wie wir laufen können.